Herzlich willkommen hier zu einer heutigen Folge auf diesem Arsch, Version 1.8, Produktion 2.0. Ich fahre jetzt zum Feld Nummer 12 und gleich einplanen zum Düngen. Aktuell Ballen gepresst, Heuballen, wie ich sagte. Das Gras lässt liegen und ist dann praktisch zu Heu. Es wird auch zu Heu trocken, wir haben extrem trockene Wetter hier. Dann können wir uns den Weg einsparen mit der Heuschaffung. Ob das Gras einsammeln mit dem Dix, sparen wir uns auch ein. Dann werden wir alles schön Ball pressen. Und dann fahren wir das im großen Schwung Richtung Lager. Das geht genauso schnell, als wenn wir jetzt theoretisch. Also, ich ist gar keiner, als wenn wir mit dem Ballen. Oh, ja, der gebremst hier. Vollbremsung. Oh, ah. Bremsspuren. Das wo war. Wir fahren jetzt in Richtung Feld. Wir werden schon mal nach Düngen gedanklich vorbereiten. Aber zuerst natürlich immer das Ganze gepresst sein und dann sehen wir zu, dass wir alles näher zurückkriegen, näher vom Hof. Ich wollte eigentlich die Wiese anders Gras sammeln machen lassen, aber einmal kurz, weil er nicht so wie ich das mir vorgestellt habe. Ich will mal ganz kurz den LKW laufen. Bevor wir lange durchzwitschen überall, gedüngt muss auf jeden Fall noch zweimal werden. Jetzt wollen wir einmal klappen. Wächst wie gesagt bei 3 Tagen sehr schnell und das ist dann ein bisschen ungünstig. Naja, ich überlege auch hier, ja, nach dem Gras kann er wieder ein Dings rein, ne? Ein Getreide. Unsere Brauerei, Weizen oder Gerste, je nachdem. Das möglichst bald. Wir haben jetzt Sommer, also im Herbst wird ausgesät. Sportlicher Fahrer hier. Da kommst du noch mit? Ja. Schön Heuball. Vor allem hier am Trocken, ne? Ist kein Regen in Sicht. Das ist im Grunde für unsere Ernte ist das nicht gut. Wenn wir Verluste einnehmen müssen, einplanen können. Das wird nicht hundertprozentig was werden mit viel Ertrag. Aber gut. Aber der meldet jetzt im Winter mal kräftig Schnee. Muss man noch Schnee räumen und mal Technik kaufen. Die werden wir nachschwappen müssen, hier, die beiden Bahnen hier. Und zwar haben wir hier Verluste. Das machen wir manuell. Wenn die mit einer anderen Bahn fertig sind, vielleicht ist dabei. Wenn die Kurve nehmen, auch ist das meiste weg. Das hier muss ich immer hinterher fahren, weil später ist es egal, die Feldreihen sind mir wurscht. Weil da können die sich nicht über den Haufen fahren, ne? Aber hier ein bisschen anders, ne? Hier ist auch nicht mehr so tragisch, aber wie gesagt, in dem Bereich, wo sie wenden, das ist ungünstig. Mikrofon weit weg, ne? Ja, gemerkt. Brauchen ein Richtmikrofon oder sowas. So. Kommt Sonne wieder raus. Wir hatten zuerst mal Tropfen Regen gehabt, aber nicht viel. Draußen sind aktuell 27 Grad. Eine hohe Luftfeuchtigkeit über 40%. Wir müssen nächste Woche wieder schön kühlen, ne?
Ja, mit Bohnenfrost. Das Wetter ist verrückt. So, die Reis anscheinend jetzt aufsammeln und daher ist der Wurscht. Dann können wir ja ein paar andere Sachen machen. Schweine verkaufen. Beziehungsweise ins Schlachthof fahren. Und die Kälber umstallen oder so, was muss ich noch machen? Wie gesagt, wenn die nachher die Felder reinmachen, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann können wir nachher die von Zauberhand, ne? Aha. So, müsste eigentlich jetzt komplett für der ist lang. Ja gut, ist halt so, ne? Den lassen wir stehen. War noch Platz, dafür kriegen wir noch voll. Aber du kannst alleine arbeiten. Wir brauchen trotzdem LKW. Das kann man ja mitnehmen, ne? Ist doch besser. Das können wir gleich ins Lager fahren. Zwar nicht voll, aber immerhin, ne? Fahren wir so los, ne, zum Hof, wenn nicht voll ist. Macht ja nichts. Dann können wir noch ein paar Schweine wegfahren. Vom zweiten Stall, da sind noch welche schlachtreif. Und im dritten muss ich schauen, ob da welche bei sind oder auch gefahren werden kann. Könnte theoretisch sein. Dann muss ich bald wegreißen und neu hinbauen. Und zwar so, dass ich zwei nebeneinander kriege stelle. Und zwar vor den guten Stahl, ne? Wo 500 Stück reinpassen. Der Gedanke mit einem anderen Stahl war ja gewesen, dass im Prinzip unterschiedliche Alters untergebracht kriege, aber der Aufwand ist zu groß. Da muss ich ja viermal füttern. Das ist das Problem. So, den Gras passen wir noch nicht an. Klar, das Silage wäre. So, den stellen wir jetzt mal ja, hier so ab, neben den Bäumen, damit auch kein Kurs sein. Ne? Also, ich habe auch keinen eingefahren hier, also noch nicht so kommen. Vielleicht mal eine Woche nach der Arbeit, dass ich ein paar Kurse einfahre. Da muss ich ein bisschen Gedanken machen, weil so der Viehtransporter war bei den Schweinen. Da fahren wir jetzt hin. Das Heupressen kriegen sie aber leider hin. Jetzt sollte die Gefahr nicht mehr so groß sein, dass einer kommt und macht Meldung Blocking oder so. Ne? Das wäre die größte Sorge bei. Oh, das Gras, doch da ist er gefahren.
Können wir bei Gelegenheit Silage von der BGH fahren zum Hof. Müssen wir ja schauen, ob die. Oh, ist das gewachsen? Wahnsinn! Das ist gewachsen. Haben wir doch nicht reich geworden? Wachstum. Das ist erntereif. Das ist erntereif. Na, dann können wir nächste Woche machen, ne? Getreide ernten. 1, 2, 3, 6. Vielleicht mache ich das auch im Livestream. Mal sehen, ob ich das so schaffe. Am Samstag ein Livestream, das wäre ja eine Premiere, ne? Unsere Hobbys. Doch nicht so schwer geht. Und ein Kilogramm ist optimaler Maß. Nehmen wir den leer? Ich glaube, wir waren 23 die letzten. Das ist schon noch immer 6 Jahre alt. So. So, Stall Nummer 2 auch leer. Haben wir hier noch Schönes? Ja, 30 Kilo zu wenig. Das ist zu wenig. Jetzt könnte ich ja sagen, bin faul und nehme jetzt diese 0,4 dazu. Ja, der zum Beispiel hier. Verschieben. Also die 95er können auch weg und der kann auch weg. Und die nehme ich auch weg. Ist egal. Das sind 0,2, die müssen noch ein bisschen warten. Ich mache nur den Hänger voll. Ja, und dann lasse ich den einen hier und die zwei. Damit wir uns unsere Fahrt auch lohnt. Anführungszeichen, ne? Im nächsten sind dann noch jüngere dabei. Dann werden wir jetzt auf 1 spielen, weil die Ernte ist ja wichtig, dass wir das schaffen. Ne? Mein Regen sagt er ja nicht an, aber wie gesagt, das soll ja nicht einen Stress erwarten hier. So, Schweine so zum Schlachthof. Und Heu ins Lager fahren. Oder einmal Silage. Dann müssen wir jetzt gucken, ob da entsprechend Platz ist. Und Mehl verkaufen. Aber den müssen wir die Schweine fahren. Die sind nämlich lebende Tiere, sind immer heikel beziehen. Die kann theoretisch schon lange sterben. Nicht hier bei rund 19 Grad. Verkehrt abgebogen. Ja, die müssen auch wieder beliefert werden. Na gut, okay, schaffen wir es nicht. Ist halt so, ne? Man schafft nicht alles. Man schafft nicht alles. Wie gesagt, auf 6 Tage oder auf 9. Hier kann man auf 9 spielen, weil Portionen sind ja so viel. So viel Arbeit. Ein Duft hier im Dorf, ne? Ja, das ist so, ne? Was so ein Scheiße alles macht. Ja, ist ein Schlachthof. Oder nicht ein Pack das Auto wegnehmen? Mein Gott, mir persönlich sind egal, wenn da 10 Autos stehen, ne? Den muss man halt anders fahren, ne? Ist auch nicht so tragisch. Man muss halt die Gegebenheiten so nehmen, wie sie kommen. Ne? Aber ich denke mal, die werden persönlich auch gestört haben, die Fahrzeuge. Also eine jedenfalls.
Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, das waren drei Anhänger mit je 64 Tieren. Das macht zusammen 666, 89, 4, 12, 192. Wahnsinn, so viele. Wir haben Fleisch, haben wir da schon 82.000. Wurst 50.000. Nebenprodukte, wenn ich das rauskriege. Okay, das ist nicht so wichtig. Rennt ja nicht weg. Jetzt fahren wir den Anhänger zu den Kühen und werden dann mal gleich die Kälber umstallen. Ne? Macht ja Sinn. Und den beipressen wir noch. Ja, hoi. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann morgen wieder, vielleicht zum Livestream. Muss ich mal schauen. Tschüss.